sectarian separativeness. Wir müssen ausrotten, aus der Gemeinschaft entfernen, diese sektarische Absonderung. Die Bibel sagt, sondert euch ab. Wir sagen, wir können nicht mitmachen mit diesem System, weil es nicht biblisch ist. Und die sagen, das muss ausgerottet werden, wenn das so ist. Wir müssen ein tieferes Verständnis haben. Thomas Ehrenzeller, Direktor von World Federalist, sagt, eine wachsende Anzahl Menschen haben die Nase voll mit religiösem Fundamentalismus, Fanatismus. Der richtige Weg ist der, der führt zu einer Einheit und einem Weltgesetz. Wer macht das Gesetz? Papst, du machst das Gesetz. Alice Bailey sagt genau das Gleiche. Hier ist ein Zitat von World Goodwill Letter. Wir müssen alle eins werden, eine Brüderschaft. Und alle, die sich dagegen wehren, die müssen entfernt werden. Noch eins, Selection of Compilations of Alan A. Bailey, sagt, the great heresy of separatism, die große heretische Lehre der Absonderung, kommt aus ihr raus, mein Volk, ist eine große heretische Lehre. Liebe, Einheit, der aufgestiegene Christus, und das ist das, was, wonach wir streben müssen. Aber dieser Christus ist nicht mein Christus, denn Alice A. Bailey schreibt ja für Lucifer's Trust, vorher Lucifer Publishing Company. Und wir werden es nicht erlauben, wir werden es nicht akzeptieren, dass es Menschen geben, die sagen, the ruler of any body of men who undertake to tell them what they must believe in order to be saved. Sie werden es nicht erlauben, dass es eine Gruppe gibt, die anderen sagt, was sie glauben müssen, um erlöst zu werden. Wird nicht erlaubt werden in dieser neuen Weltreligion. Also wir dürfen nicht was predigen? Dass Jesus Christus der Erlöser ist, dürfen wir nicht in diesem neuen System predigen. Ja, die Kirchen werden nicht verschwinden, sie werden sich aber ändern. Sie werden eine New Age-Veränderung untergehen. Hier ist noch ein Flyer. Wir wollen eine neue Weltordnung, ein Weltlehrer wird kommen, wir brauchen neue Values, Werte, wir brauchen neue Attitudes und so weiter. Und Robert Miller schreibt, alle diese Religionen müssen zusammenkommen und meine Religion, richtig oder verkehrt, das muss verschwinden. Keiner darf mehr sagen, wir haben die Wahrheit und ihr habt sie nicht. Das muss verschwinden. Wow. Jetzt, wenn die Bibel recht hat und die Adventisten sind die einzigsten konsequenten Protestanten und die katholische Kirche sagt, es gibt nur eine Wahl zwischen Adventismus und diesem System, dann haben wir ja ein Problem. Ich sage ja jetzt gerade, das System ist nicht biblisch. Und das muss verschwinden, der das sagt. Der muss verschwinden. Dwight Kuhl sagt das Gleiche. Er sagt, hör mal, was Dwight Kuhl sagt, das ist der Kanal, der geredet hat durch Alice A. Bailey und die UNO sagt, das ist unser Kanal, das ist, wonach wir hören. Jesus war verkehrt, als er schrieb von oder sagte, die Trennung von Schafen und Böcken. Es ist andersrum. Die Schafe, er hat gesagt, die Schafe gehen in den Himmel und die Böcke gehen in den Himmel. Es ist andersrum. Und dann kommt ein spiritistischer Satz hier und dann sagt er, es sind die Böcke, die zum Himmel gehen. Und die Schafe bleiben hier auf Erden, bis sie Böcke werden. Okay, das ist interessant. Also wir beten entweder Satan an oder weg vom Fenster. Wir können nichts erlauben, was gegen diese Hierarchie ist. Und wir müssen entweder uns ändern oder sterben. Das ist ein Zitat nach dem anderen von direkten UNO-Quellen. Entweder sterben oder anderen oder ändern. Diese defektive Saat muss rausgeschnitten werden. Sie ist ein Krebs.
Und wir müssen ihn rausschneiden, vor dem der ganze Leib vernichtet wird. Also es kommt eine Krise. Es geht nicht anders. Es kommt eine Krise. Wir brauchen eine surgical operation. Eine Operation. Wir müssen dieses Fieber, diese Infektion entfernen. Es muss gehen. Tod ist kein Desaster. Man braucht ja keine Angst haben vor dem Tod. Es ist sogar nicht grausam. Ist okay, du gehst ja nur in eine andere Sphäre hinein, wo du umgebastelt werden kannst. Aber meine Bibel sagt das nicht. Du stirbst einmal und dann das Urteil, sagt meine Bibel. Darum muss Vernichtung zugelassen werden. Das ist, was Alice Bailey sagt. Und Robert Mueller hat gesagt, das ist unsere Lehre. Das hat er gesagt. Naja, vorm Jahr 2000, was muss da alles passieren? Es kann schnell gemacht werden und wir müssen neu denken. Ein vormaliger New Ager, Randall Bear, sagt, dass diejenigen, die das Mahlzeichen weigern, werden gezielt werden, targeted werden für Extermination, Vernichtung. Oder Re-Education, neu belehrt werden. Oder Relocation, entweder Sibirien, umdenken oder exterminieren, weg damit. Change or perish, sagt Radhakrishnan. Templeton Prize Winner, wow, Templeton Prize. Billy Graham ist ein Templeton Prize Gewinner. Must change or perish. Entweder wir verändern uns oder weg damit. Dr. Adler, Chairman of the Board of Editors of Encyclopedia Britannica, auch ein großer Insider, er sagt, das einzigste Problem mit dieser Einheit ist das Christentum. Interessant. Das Christentum. Und Adler sagt, supernatural knowledge, dass wir sagen, was Gott sagt, ist richtig. Divine revelation, die Bibel hat recht und die Bibel alleine, das darf nicht erlaubt werden. Darf nicht erlaubt werden. Das sind hohe Köpfe, die hier reden. Die christlichen Kirchen, schreibt Rothschild, sind eigentlich eine Illusion. Und andere Glaubensgemeinschaften haben genauso einen Wert wie die Bibel. Dr. Christopher Hyatt sagt über christliche Fundamentalisten, sie sind the shadow emerging in society, der Schatten der Gemeinschaft. Hier ist ein Hass drin, das kann man gar nicht glauben. Es wird viel Blut fließen, viel Chaos und Massenmenschen werden vernichtet werden. There must be no distress over the disappearance of the old order. Man soll sich nicht aufregen, wenn der alte Orden verschwindet, der christliche Orden, sagt Alice A. Bailey. Denn Gott hat es so geplant. Johannes 16, Vers 2 sagt, sie werden euch aus den Synagogen herausschmeißen und die Zeit wird kommen, dass diejenigen, die euch töten, werden sagen, dass sie Gott einen Dienst bereiten. Diese Dinge habe ich euch vorausgesagt, denn es soll eine Zeit der Trübsal kommen. Aber, be of good cheer, seid, wie sagt man da, des guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Die können doch planen, was sie wollen. Ich gebe diesen Vortrag nicht, um euch Angst zu machen. Ich sage euch nur, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Diese Entschlüsse sind sehr, sehr wichtig. Und Jesus hat gesagt, er wird uns behüten. 1000 werden fallen zur Seite, 10.000 zu anderen. Es wird nicht nahe dir kommen. Plagen werden kommen. Es wird Hungersnot geben. Brot und Wasser sei dir gewiss. Da sind so viele Versprechen in der Bibel. Was soll's? Nach September 11, wie steht's? Hören wir uns mal an, was Sie gesagt haben auf CNN. In war, countries suffer casualties. The risk in a democracy like the United States is that the Constitution will be one of them. Here are some of the new rules. Suspects can be held for up to 7 days without being charged with anything. The Los Angeles Times reported this past week that more than 1,000 are being detained.
Also, the government can eavesdrop on any conversations these detainees have with their lawyers. The feds used to have evidence, get a judge to authorize the eavesdropping. No longer, suspicion is enough. Also, foreigners can be tried by special military courts. These would be secret, no reporters allowed. The defendants might or might not have lawyers, how would we know? The courts could admit evidence that would be inadmissible in civil court, hearsay, gossip, whatever. Juries wouldn't have to be unanimous to sentence defendants to death. There would be no appeals. Got to be able to do this, the government says, to fight terror. Anyway, Attorney General John Ashcroft says, foreign terrorists do not deserve the protections of the American Constitution. Patrick Leahy of Vermont says it sends a message that it is acceptable to hold secret trials and summary executions without the possibility of judicial review, which is certainly true. New York Times columnist William Safire says the President of the United States has just assumed what amounts to dictatorial power to jail or execute aliens. There is precedent. During World War II, the United States secretly tried Germans who landed here by submarine with plans for sabotage. They were convicted, most were hanged, and the Supreme Court upheld that action. So, secret star chamber trials are apparently constitutional, but they do deny defendants the protection the Constitution offers. On the other hand, the men who bombed the World Trade Center in 1993 were tried in civil court with constitutional protections, and that seemed to work. Maybe the question is, what kind of a message does it send when a country that prides itself on its freedoms, its democracy, says, yes, we can hold you for a week without charging you. Yes, we can eavesdrop when you talk to your lawyer. And if you're foreign, we can try you and kill you in secret. Is that what democracies do? I'm Bruce Morton. Also, ganz einfach. Wenn man gegen das System ist, können sie alle diese Dinge tun. Ein Einlochen, einen tot machen. Und der Präsident hat gesagt, auch wenn es ein Bürger ist und er redet gegen den Staat, dann zählt er auch als Terrorist. Es kommt eine Zeit, sagt Lord Krishna, Kalki Avatar und so weiter, von großem Trübsal und alle diese Unbegehrten werden mit enormem Blutverlust vernichtet werden. Maharishi Mahesh Yoga, den kennt ihr ja alle, der sagt, die unfit, so wie ein natürlicher Auslese, die, die nicht an transzendentalen Meditation teilnehmen wollen, haben keinen Platz auf dieser Erde und müssen vernichtet werden. New Ager John Dewey sagt, Christentum ist ein verrottende Leiche. Und viele Autoren fragen, dass viele Millionen Menschen oder sogar Billionen Menschen getötet werden müssen auf diesem Planeten. Unter anderem Prinz Philip hat gesagt, wenn ich wieder reinkarniert werde, komme ich als ein tödlicher Virus und werde dafür sorgen, dass da keine Überbevölkerung mehr ist. Ted Turner, das ist der von CNN, der Gründer von CNN, sagt, er ist auch Chairman von Better World Society, nennt Christen Bozos und Losers und er sagt, die Weltbevölkerung muss reduziert werden auf 250 bis 300 Millionen Menschen, also eine 95% Reduktion, sagt er. Vielleicht will er ein Beispiel stellen, wer weiß. Kann nachhelfen. Das sind die berühmten Georgia Guidestones. Die sind aufgerichtet worden in Georgia durch die Freimaurerei. Sie sind wie ein Stonehenge. Und da ist der ganze neue Weltplan in Stein aufgeschrieben. Und hier steht geschrieben in diesen Georgia Guidestones, dass die Weltbevölkerung reduziert werden muss auf eine halbe Billion. Interessant, halbe Milliarden in Deutsch, ne? Und dass wir eine Weltregierung zusammen haben müssen. Es ist also so ein Stonehenge-Ding. Da ist auch ein Loch in diesen Georgia Guidestones, wodurch der Nordstern scheint. Und das ist ein Symbol Luzifers. Dann steht hier auch geschrieben, the Age of Reason. Da steht's. Let these stones be Guidestones to an Age of Reason. Ein Zeitalter des Verstandes. Wo war
dieser Reason, dieser Verstand, ein großes Ding. In welchem Zeitalter? Französische Revolution. Und dann natürlich, Thomas Paine hat das berühmte Buch geschrieben, An Age of Reason, und da hat er gefragt für die Vernichtung der judeo-christlichen, des judeo-christlichen Systems. Und katholische Kirche sagt, die Juden halten den Sabbat und die Siebentags-Adventisten. Und die beiden sind die einzigsten, die keinen Grund in der Bibel finden, um eine Veränderung zu machen. Die Siebentags-Adventisten dagegen haben noch etwas anderes. Sie haben Jesus Christus. Und die Bibel sagt, wenn wir Jesus Christus haben, dann haben wir das ewige Leben. Und wenn wir ihn nicht haben, dann haben wir was? Nicht das ewige Leben. Daniel 2,44. In den Tagen dieser Könige wird Gott, der Gott des Himmels, ein Königreich aufrichten, welches nie vernichtet wird. Und dieses Königreich wird nicht einen anderen überlassen, aber es wird vernichten und vertilgen alle diese Königreiche und es wird stehen für ewig und ewig. Also wirklich, ich mache mir keinen Kummer über dieses System, das jetzt kommt. Malachi sagt, Zeit des Gerichts ist hier und es kommt ganz schnell und alle Hexer und Ehebrecher und alle, die falsch schwören und alle, die unterdrücken und so weiter, die wird der Herr vernichten. Wir haben in den letzten Vorträgen gesehen, was diese Systeme so alle am Hut haben. Hier ist ein Zitat in 9 Testimonies 101. Oh, that we might see the needs of these cities as God sees them. Wenn wir nur die Not in den Städten sehen könnten, wie Gott sie sieht. In einer Zeit wie diese müsste jede Hand arbeiten. Jeder von uns müsste arbeiten. Der Herr kommt. Das Ende ist nah. Es kommt ganz schnell. In einer kurzen Weile werden wir nicht mehr arbeiten können mit der Freiheit, die wir jetzt haben. Glaubt ihr, ich werde noch lange solche Vorträge geben können? Ich bezweifle. Ich wundere mich jedes Mal, wenn ich einen fertig habe, dass ich noch stehe. Schreckliche Szenen sind vor uns. Und wir müssen tun, was wir tun müssen. Schnell. Jetzt. Schnell. Es ist unsere Pflicht, um alles Mögliche zu tun, alles im Gange zu setzen, um diese Wahrheiten an die Welt zu verkündigen. Wir werden ja sehen, welche Wahrheiten verkündigt werden in nächsten Vorträgen. Wir müssen arbeiten wie noch nie zuvor. Der Herr kommt bald, er kommt sehr bald. Und es kommt eine Zeit und Szenen von Calamity, großen Chaos, Trübsal. Satanische Agenten, die nicht gesehen werden, wollen Menschen vernichten, Menschenleben vernichten. Jetzt ist die Zeit zu arbeiten mit Büchern. Wir müssen die Menschen warnen. Wir müssen unsere Pflicht tun. Es kommt eine Zeit der Vernichtung. Die Zeit ist sehr nah. Die großen Städte werden weggeschwemmt werden. Und alle müssen gewarnt werden, vor was kommt. Das ist unsere Aufgabe. Nicht um Bänke warm zu machen, wir müssen Leute warnen. Oh, dass Gott für uns einen Verstand geben würde, einen Gedanken von was für eine Vernichtung von tausenden Städten vor uns liegt, die alle sich an Götzendienst übergeben haben. Es kommt eine ganz schreckliche Zeit auf diesem Planeten. Bald werden wir keine Zeit haben mehr, um die Menschen zu warnen. Ich weiß, dass diese Vorträge sich hart anhören. Aber sie sind nicht für Gläubige, sie sind für Ungläubige. Sie sind da, um Gläubige zu unterrichten, damit sie Ungläubige in die Wahrheit hineinbringen können. Ich bin Siebentags-Adventist. Warum? Weil ich keine Wahl habe. Herr, wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen, wenn deine Bibel der Maßstab ist? Wohin soll ich gehen? Ich kann nirgends anders hingehen. Darum bin ich Siebentags-Adventist. Ich weiß, dass meine eigene Gemeinschaft viele Probleme hat. Ich weiß, dass viele in der Gemeinschaft Dinge tun, die nicht im biblischen Rahmen sind. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist zwischen Ihnen und Gott.
Bei mir geht es darum, was ist die Lehre? Die Lehre ist Bibel und Bibel allein. Das ist die Lehre. Und die Lehre sagt, halte Gottes Gebote, so wie es in der Bibel steht. Katholische Kirche sagt, wähl. Es gibt nur diese Wahl. Das System oder Siebentags-Adventismus. Ich bin nicht der Einzige, der es sagt. Ich habe keine Wahl. Und ich glaube, kein anderer hat eine Wahl. Es ist für mich schwer, um Menschen zu überzeugen, um Siebentags-Adventisten zu werden. Es ist schwer. Denn alles geht nicht sehr gut vor sich immer in unseren eigenen Reihen. Aber wir sind ja nicht Adventisten wegen den Menschen. Wir sind Adventisten wegen der Wahrheit und wegen Jesus Christus. Und wenn ich mal so unartig sein darf, um zu fragen, diese Vorträge, wer fühlt nach diesen Vorträgen, dass die Zeit nahe ist und dass wir ein besseres Verhältnis mit Jesus Christus nötig haben, wie noch nie zuvor? Denn die Zeit ist wirklich nah. Wollt ihr nicht mal eure Hand heben? Es sind viele Hände, die hochgehen. Ich glaube, wir sind ganz nah am Ende. Daniel 7, 18. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden das Königreich besitzen. Und das Königreich ist für ewig, ja für immer und ewig. Was soll's, was die machen? Was macht's, was sie mit uns machen? Was macht's, was sie mit dem Körper machen? Aber die Bibel verspricht, dass wenn dieses System gegen das biblische System zu stehen kommt und wenn dieses Dekret, wovon sie hier sprechen, wo der Mensch einfach nur weggeputzt werden muss, wenn das in Wirkung kommt, dann sagt die Bibel, dann steht Michael auf. Michael heißt der, der ist, was Gott ist. Der steht auf. Und der wird sein Volk behüten. Und der wird sein Volk beschützen. Und ich glaube Jesus Christus. Und darum habe ich keine Angst vor diesem System. Ich mache es nicht. Und ich mache auch nicht, was ich mache. Aber ich habe keine Angst vor diesem System. Denn ich glaube wirklich mit ganzem Herzen, was Jesus Christus sagt. Sonst würde ich doch nicht solche Vorträge geben, da wäre ich doch irrsinnig. Ihr müsste ich doch eigentlich im Spital irgendwo liegen als verblödet. Entweder es ist die Wahrheit oder es ist die Lüge. Ihr müsst wählen, welches ist. Entweder es ist Sensation oder wir sind wirklich nah am Ende. Das ist die Wahl. Und diese Botschaft muss dann die ganze Welt. Und der Herr sucht nicht nur einen hier und einen da. Alle seid ihr beauftragt, um diese Botschaft der Warnung an die Menschen zu bringen. Wieso soll der Himmel leer sein, wenn er voll sein kann? Wenn jeder von euch einen holt, dann sind da so viel mehr im Himmel. Und wenn die wieder einen holen, dann sind da noch mal so viel. Komm, wir arbeiten für den Herrn. Keine Zeit mehr. Gott segne euch.